Guten Morgen aus meiner Küche mal wieder. Ja, ich mache erstmal wieder wie gestern noch hell hier in der Wohnung. Ich habe gerade gesehen, dass mein PC angegangen ist und irgendwas macht. Heute sieht es gar nicht so schön aus wie gestern. Ja, wir haben es jetzt kurz nach 8:30. Ja, ich wollte eigentlich heute Morgen zum Pferd. Und dann ist mir aber eingefallen, dass der morgens mal auf die Wiese geht. Und ich wollte jetzt auch irgendwie keine Wiesenzeit klauen. Deswegen werde ich einfach mittags rum zum Pferd fahren. Und dann halt danach direkt zum Nebenjob. Heute muss ich nämlich arbeiten. Und ich hoffe, dass heute mich die Technik nicht so im Stich lässt wie gestern. Das hat mich echt genervt. Das ist voll schade. Vielleicht habe ich die Milch übergekippt. Ja, mit links sollte ich sowas nicht machen. Ja, das war echt kacke. Also ich habe den ganzen Tag gefilmt und habe irgendwie mein Bestes gegeben, um euch was zeigen zu können. Ja, das Ende vom Lied war dann, dass meine Kamera irgendwie nicht aufgenommen hat. Toll. Das war irgendwie doof. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht einfach noch Probleme mit der Speicherkarte habe, weil eigentlich sollten die ganzen Daten auf die Speicherkarte gezogen werden, wenn der interne Speicher der Kamera voll ist. Und ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich weiß aber jetzt nicht, woran es liegt, weil die Fotos, die noch auf der Speicherkarte waren, die sind da eben auch drauf geblieben. Also keine Ahnung, woran es jetzt lag. Mal schauen. Ich werde jetzt erstmal, ja, weiß ich auch noch nicht, gucken, was mein Laptop mir da gerade aufgeplöppt hat, was der von mir will. Ich werde jetzt einen Kakao trinken und danach, danach weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich bin unschlüssig und nicht so richtig wach, nicht so richtig müde, aber ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht lege ich mich einmal gleich ins Wohnzimmer aufs Sofa und gucke ein bisschen Fernsehen. Ach, das geht ja gar nicht. Vielleicht lege ich mich gleich ins Wohnzimmer aufs Sofa und probiere den Fernseher ins Laufen zu kriegen. Nachdem ich irgendwie hier am PC was gemacht habe. Ich weiß es doch nicht. Jedenfalls werde ich heute auf jeden Fall reiten. Nicht so wie gestern. Also ich bin gestern ja dann auch geritten. Aber ich bin gestern ja dann nur ausgeritten, obwohl ich ja Dressur reiten wollte. Ist doch nicht warm. Und heute werde ich auf jeden Fall reiten. Heute ist aber, glaube ich, nicht so warm wie gestern. Also gestern war es irgendwie abends dann so, ja, nicht richtig schön warm, sondern so ekelwarm. Keine Ahnung. Da hatte ich dann echt nicht so Lust. Und heute werde ich ja dann auch ohne Hund fahren, weil ich ja dann danach arbeiten muss. Ja. Warm. So. Hoffen wir einfach mal, dass ich mir jetzt nicht anläuft, das Kakaopulver überschütte. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Ein Löffel. Oh, noch ein bisschen Pulver. War ja fast nix. Ich muss in meinem Nebenjob ganz viel draußen rumlaufen. Und deswegen, muss ich gestehen, hoffe ich sehr, dass es gleich nicht regnet oder heute Abend. Wobei es nicht so danach aussieht, aber ich gucke gleich trotzdem mal in mein Handy. So. Ach. So. Schauen wir mal einmal. Ja, ich schaue jetzt mal einmal so bei YouTube rein, ob es da was Neues gibt.
Nee, alles wie immer. Oh, Lee Floyd und Mr. Trashback haben Videos hochgeladen. Die schaue ich mir jetzt an. Und dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn wieder was Spannendes passiert. Ich trinke jetzt hier so meinen leckeren Kakao. Da. Ja, und dann werde ich hoffentlich ein bisschen wacher. Und weiß hoffentlich, was ich gleich über der Zeit mache. Bis gleich. So, jetzt haben wir 20 nach 10. Ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos angeguckt. Das mache ich tatsächlich, wenn ich Zeit habe, echt ganz gerne mal, dass ich mir YouTube-Videos angucke, auch von anderen Reitern. Einfach um zu schauen, ja, was bei denen so los ist. Und jetzt werde ich mich aber mal anziehen, weil ich habe immer noch meinen Schlafanzug an. Und dann gehe ich mit dem Hund kurz raus. Und dann werde ich wahrscheinlich mal was essen. Ja, ich bin schon wieder müde. Dann gehe ich was essen. Oder esse ich was. Dann denke ich, mache ich Mr. Mimmel sauber. Und ich streue neu ein. Und dann ist es auch schon soweit, dass ich mich auf den Weg machen kann zum Pferd. Ich ziehe mir jetzt auch direkt Reitsachen an. Und nehme meine Arbeitssachen einfach mit. Ja, ich glaube, das ist am einfachsten. Ja, momentan ist Robin hier schön auf der Wiese stehen. Das Wetter sieht echt, echt richtig eklig aus. Also wenn es so bleibt, dann geht es. Aber es sieht irgendwie permanent nach Regen aus. Und ich schaue jetzt auch mal gerade in mein Handy, was das Handy heute sagt. Oh, Spritradar. Fast, fast. Okay, also laut Handy soll es bis 20 Uhr trocken bleiben. Aber es ist echt nicht schön. Egal. Wie soll es denn? Ja, der Rest der Woche wird auch nicht schön. Gut, dass wir gestern ausreiten waren, haben wir nochmal wenigstens das genutzt. Naja gut, ich werde mich jetzt trotzdem gerade mal anziehen und dann sehen wir uns gleich mit die Huhn in die Wald. Wollen wir raus? Ich bin raus. Warte. So, es ist gar nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Aber richtig schön ist es auch nicht. Aber ich glaube, zum Arbeiten später ganz angenehm. Wir gehen jetzt in den Wald. Komm mal her, Foxy. So. Ich gucke immer einmal, ob hier Hunde kommen. Und dann mache ich nämlich meine ab. Ja, okay, es ist doch gar nicht so schlechtes Wetter, wie ich gedacht habe. Aber es ist auch echt nicht richtig warm. Weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so richtig zufrieden mit der Gesamtsituation. Und ich überlege auch gerade fieberhaft, was ich mir gleich zu essen mache. Ob es wohl Spiegelei wird? Ja, ich glaube schon. Und ab morgen werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen diätmäßiger essen. Ich gelobe Besserung. Da ist der dicke Hund. Hehe. Schön. Ja. So, jetzt geht es besser. Es ist immer noch sehr komisch, in die Kamera zu reden. Ja. Wir machen so einen kleinen Morgenspaziergang. Zum Pipi machen. Und Füße vertreten. Und der richtige Hauptspaziergang, sag ich mal. Den gibt es dann heute Mittag mit meinem Freund, wenn ich dann schon unterwegs bin. Der macht zum Glück auch ganz viel mit dem kleinen Hund. Ja, genau. Komm! So, wir sind auf dem Rückweg. Ich habe hier einen Löwenzahn gepflückt für den kleinen Mr. Mimmels. Das kriegt er gleich. So, das hier. Das ist der kleine Hase, der ständig seinen Käfig verrutscht.
Und so, so viel weniger Platz hat. Ja, da ist noch was. Oh, hat man frisch denn kein Löwenzahn? Normalerweise frisst er den immer auf. Ich koche mir jetzt noch Spiegelei. Dann setze ich mich mit dem. So ist ja doch interessanter. Dann setze ich mich mit dem Fernseher auseinander, warum er nicht funktioniert. War dabei. Ja. Und dann ist der Hammer so dran. Komm mal rein, Fuxi. Komm in die Küche. Kann ich hier nämlich dazu machen. Störe ich Claudio nicht so. So. Dann wollen wir mal was kochen, ne? Also ein Ei habe ich gut umgedreht, das andere ist ein bisschen verunglückt. Macht ja aber nichts, ne? Schmeckt ja trotzdem. So, Essen ist fertig. Mit dem Fernseher bin ich nicht weiter, aber ich habe eben den Briefträger gehört und hatte die Hoffnung, er bringt mir mal eine Hose. Ich habe mir eine Hose bestellt bei Amazon und ich habe hier so einen Abholschein. Kann sie mir morgen abholen. Ich weiß gar nicht warum. Der hat gar nicht oben geklingelt. Voll doof. Der hatte wahrscheinlich keinen Bock auf mich. Naja, und ich habe einen Brief von der Uni bekommen. Den werde ich jetzt mal aufmachen. Und mal schauen, was da so drin steht. So. Für das Ausdrucken des NRW-Semestertickets hatte ich recht. Schön, dann kann ich mir das ausdrucken. Und ich lasse jetzt den Hasen mal raus. Dann kann der hier rumhüpfen. Jo. Und ich gucke mal, ob das mit dem Fernseher klappt. Und dann esse ich auch endlich mal was. Da bin ich nämlich irgendwie noch nicht zugekommen, weil gerade als ich anfangen wollte, da habe ich den Postboten gehört. Also ich habe den Fernseher zum Laufen bekommen. Und der kleine Hase hat Aushopplung, Ausgang. Und da sitzt auch noch die Foxy. Die guckt sich das alles ganz genau an, aber geht da jetzt nicht hin. Also, die lässt den Mümmels auf jeden Fall leben. Ich habe gegessen und sitze jetzt hier, schaue ein bisschen zu, wie der kleine Hase hier so rumhüpft. Gucke, die Wollnies. Ja, er ist so süß. Mr. Mümmels. Das ist das allererste Mal, dass sie freilaufen und sich so nah kommen können. Aber so wie es scheint, gibt es da ja keine Probleme. Hallo. So, ich habe alles erledigt. Ich habe den Hasen sauber gemacht und habe ein bisschen gechillt. Und jetzt geht's zum Stall. Es ist irgendwie doch warm geworden, aber vorhin dachte ich ja echt, es ist irgendwie kalt. Und jetzt dachte ich gerade so, ätzend warm. Ich habe mir jetzt auch zum Arbeiten später eine kurze und eine lange Hose mitgenommen, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob es jetzt später kalt oder warm ist. Und ja, lieber beides. Mein
Auto will nicht so, wie ich will. So, ich werde jetzt in den Stall fahren. Und dann werde ich euch da ein bisschen mitnehmen, denke ich. Es ist nicht so viel los heute Mittag. Werde euch auf jeden Fall das Putzen zeigen, Sappeln zeigen. Ich habe mein Stativ natürlich jetzt gerade nicht dabei. Habe ich natürlich vergessen. Mal schauen, wie gut ich euch dann irgendwas zeigen kann, wenn es so ans Satteln geht, weil dafür braucht man ja zwei Hände. Oder eben auch so reiten. Aber naja, wir schauen mal. Ich versuche das Beste. Bis gleich am Stall. So, ich bin am Stall angekommen. Aua. Und werde jetzt mal den Robinho fertig machen. Boah. Das Anstrengendste am Reiten ist eigentlich das Tier aufmachen. Hallo. Da ist er. Und der sieht nicht so begeistert aus. Hallo. Kuckuck. Jetzt hat er das Gras gesehen. Ja, genau. Wie ihr sehen könnt, liegt hier unten in der Stallgasse Gras. Das liegt hier natürlich nicht immer. Aber die Pferde bekommen nachmittags manchmal statt nochmal Heu einfach nochmal ein bisschen Gras reingereicht. Robinho gönnt sich gerade auch schon mal so ein Portionchen to go. Gras to go. Ja. Hi. Hast du schon schulfrei? Ja. Ach krass. Immer. Das ist Sarah. Hallo. Die müsstet ihr noch kennen. Ja. Aus dem einen Video. Zwei. Ach, Sonne. Zwei? Zwei. Ach, zwei. Ich habe mit Luca zusammen gemacht. Stimmt. Nee. So. Das ist meine Putztasche. Ich habe keine Putzbox, ich habe so eine Tasche. Finde ich eigentlich viel praktischer als so eine doofe Putzbox. Mit einer Hand ist es echt schwierig, da was drin zu finden, merke ich gerade. Ich ertaste das jetzt. Da. Sogar der richtige. Dann wollen wir mal. Also der Reitbetrieb ist jetzt doch schon wieder im vollen Gang und deswegen konnte ich jetzt mal fertig machen, nicht filmen, nicht so viel filmen. Ich hatte echt gedacht, ich hätte irgendwie heute Mittag mal eine Ruhe hier im Stall, aber ja, die Reitstunden fangen eben schon früher an, als ich gedacht habe. Jetzt ziehe ich mir meine Stiefel an und dann gehen wir in die Halle. Ja. Wir haben uns nach draußen verkrümelt, als drin so laut und voll ist. So, ich liebe meinen Sattel immer noch und ich habe meine Steckbügel hier so drunter, damit das Sattelblatt hier oben schön bleibt. Oh, wie schön! Wir haben die Halle ganz für uns. So, wir waren gerade in der Halle und jetzt gehe ich noch einmal um unseren Hof rum, weil ich eben ja vorne das Halfter noch hängen habe. Ja, wir waren heute in der Halle. Er war gut, linksrum so ein bisschen maulig, steif. Aber das kommt einfach daher, weil ich viel mehr am linken Zügel hänge als am rechten. Also ist absolut meine Schuld. Ich versuche das jetzt so gut ich kann zu beheben. Er war gut. Ich habe ja zu der L-Dressur, die ich reiten möchte oder die ich genannt habe, sowohl Positives als auch Negatives gehört.
Und ich kann nur sagen, es ist natürlich nicht so, dass ich sie genannt habe, weil ich gedacht habe, boah, ne, das gewinnen wir mal schnell. Sondern einfach, um zu gucken, ob er besser läuft, wenn er das Viereck für sich hat. Mehr möchte ich gar nicht. Ich weiß dann noch nicht genau, ob ich sie reite. Je nachdem, wie es sich jetzt so die nächsten Tage so entwickelt. Weil ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt mache ich ihn erstmal fertig. Drin ist halt immer noch Betrieb. Aber ich werde erstmal hier draußen einfach fertig machen. Schöne Steifgeburt. Ja, super. Danke. Bitte. Deine Gamaschen, Luca. Oh, die hab ich vergessen. Du wolltest doch mal wieder ins Video, sag's doch. So, Robinho kriegt hier noch sein Zusatzfutter. Ich habe eben nichts mehr filmen können vom Fertigmachen, weil ich Besuch bekommen habe von einem kleinen Jungen. Und der hat uns ein bisschen geholfen. Und da wollte ich nicht gerne filmen. So, hier. Das ist aber sehr flüssig. Bitteschön. Ja. Das ist Luca. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal fertig mit Reiten. Ich habe jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit. Da muss ich mich umziehen und weiter arbeiten fahren. Ja, aber Reiten war schön. Ich ziehe mich jetzt um und dann denke ich, melde ich mich heute Abend nochmal wieder. Wenn ich dran denken sollte, wenn nicht, dann sehen wir uns morgen. Bis dann!